06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Marvin Thiel, der nächste Heimsieg, wieder ein Freitagabend unter Flutlicht mit anschließender Ehrenrunde. Ihr seid auf den Geschmack gekommen. Ja, ich sag mal so, an so einem Freitagabend 3 Punkte zu Hause, war ein hartes Stück Arbeit und ich glaube, das haben wir uns sicherlich verdient. Du sprichst es an, Wiedenbrück war heute nicht ebenbürtig, aber ein sehr, sehr starker Gegner. Was haben Sie gut gemacht und warum habt ihr trotzdem gewonnen? Ja, ich glaube, dass wir auch uns mehr und mehr auch in die Partie weiter reingearbeitet haben, haben die Zweikämpfe angenommen und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es dann deutlich besser. Erste Halbzeit sind sie sehr, sehr hoch angelaufen, haben uns versucht, das Leben möglichst schwer zu machen und dann sind wir aber besser reingekommen und versucht, die Kugel laufen zu lassen. Hinten raus wurde es nochmal spannend und auch eben der harte Fight, weil man verpasst hat, das Zweite zu machen? Ja, sicherlich. Also wir hatten, glaube ich, gute Chancen noch, um das 2-0 oder 3-0 nachzulegen. Und dann ist es halt so, dass die letzten Minuten, dann schmeißen sie alles nach vorne, haben nochmal umgestellt mit, glaube ich, einem Innenverteidiger, der da vorne gekommen ist und haben nur noch lange Hafer gespielt. Aber das habt ihr gut wegverteidigt. Ist ja auch ein geiles Gefühl, dann eben die Null zu halten. Absolut. Also nächster Sieg, ich glaube, der 6. in Folge und das gibt Selbstvertrauen. Danke. Sascha Hildmann, der 6. Sieg in Folge mit 1-0. Hat es etwas mehr Nerven gekostet, als es nötig war? Absolut. Ich glaube, wir waren schon das spielbestimmte Team, haben sehr viel Aufwand betrieben. Gerade in der ersten Hälfte hatten wir 2, 3 richtig gute Torchancen, noch wo Schaubi an die Latte schießt. Da kannst du das zweite Tor nachlegen. Wiedenbrück war trotzdem immer gefährlich, auch mit guten Umschaltmomenten. Aufgrund, wo wir dann eine hohe Fehlerquote drin hatten oder eine höhere Fehlerquote. Es ist nichts passiert. Wir haben sehr, sehr gut verteidigt. Wir haben wieder 1-0 gewonnen und 6. Sieg in Folge, ich glaube, heute Abend können alle Preußen sich freuen und wir tun das auch. Du sagst es, sie haben es gut verteidigt. Man hat auch wirklich die Gier bei den Jungs gemerkt, eben wir wollen die Null halten, egal was kommt, wir verteidigen alles weg. So ist es. Es waren zwar nochmal ein Schuss, glaube ich, noch in der zweiten Hälfte, der gefährlich war, aber im Großen und Ganzen haben wir sehr, sehr gut verteidigt, wenig zugelassen. Im Gegensatz dazu hatten wir noch gute Momente in der Box vorne, aber jetzt freuen wir uns einfach über den Sieg und können stolz sein. Der Sieg ist zumindest für eine Nacht, ich weiß, du willst es eigentlich gar nicht hören, gleichbedeutend mit der Spitze, machst du dir nichts draus? Mache ich mir nichts draus. Ich weiß, die Fans haben das eben alle gesungen, ist auch schön, ist ein tolles Momentum, aber ihr kennt mich ja jetzt auch schon ein Stück weit. Ich ordne das ein und wir trainieren morgen früh um 10:30 und dann geht's weiter. Max Schulz News, hinten stand die Null, vorne ein Tor, der 6. Sieg in Folge. Da gibt es nicht viel zu meckern für euch heute. Nee, genau. Fühlt sich richtig gut an. Ich glaube, wir haben heute wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. War ein hartes Stück Arbeit, glaube ich, gegen einen wirklich guten Gegner. Ich glaube, wir haben uns trotzdem über das gesamte Spiel viele Chancen herausgearbeitet, glaube ich. Und zweitens hat der Gegner schon nochmal Druck gemacht. Hatte aus meiner Sicht jetzt keine 100%igen Torchancen, weil wir es wirklich auch sehr, sehr gut verteidigt haben. Aber es war wirklich ein schweres Stück Arbeit für uns und wir sind sehr, sehr froh, dass wir den Sieg einfahren konnten. Und heute war es eben auch wichtig, die defensiven Qualitäten vielleicht mal mehr an den Tag zu legen, als es zum Beispiel letzte Woche noch gefragt war. Genau, also ich glaube, wir wurden heute wirklich gefordert. Ich glaube, unsere Innenverteidiger haben das auch super gemacht, sehr gut wegverteidigt. Insgesamt keine 100%ige in der zweiten Halbzeit zugelassen, aus meiner Sicht. Von daher können wir echt zufrieden sein. Wie schön oder wie gut tun dann eben diese Stadionrunden nach Schlusspfiff mit dem Sieg im Rücken? Ja, die tun natürlich richtig gut, die sind immer schön, ich glaube für die Fans und für uns. Da sind wir, glaube ich, alle froh, das hat man, glaube ich, gehört, gesehen. So können wir weitermachen.